Namaste. Wir wollen mal heute in einer Meditation herausfinden, was dir gerade fehlt, was du gerade brauchst oder was du gerade tanken möchtest, im Sinne von ein bisschen Stärke oder Energie tanken, vielleicht auch Vertrauen ins Leben, Erdung und Stabilität. Oder du brauchst einfach nur gerade Ruhe und Gelassenheit. Und um das zu erfahren und zu spüren, darfst du gerne mal eine Hand oder beide Hände auf dein Herz legen. Und einen aufrechten, geraden Meditationssitz einnehmen, vielleicht den Schneider- oder Fersensitz, halber Lotussitz, wo du das Gefühl hast, ja, hier kann ich ein paar Minuten bequem sitzen. Du kannst die Schulter nochmal kreisen, dann entspannt sinken lassen, weg von den Ohren. Und wenn du angekommen bist in deiner aufrechten Sitzposition, schließe mal für einen Moment die Augen. Schließe die Augen und bleib mal mit den Händen bei deinem Herzen, mit deinem Herzen verbunden, dass du hier wirklich mal rein spüren kannst, rein fühlen kannst und einfach mal wahrnehmen kannst. Vielleicht nimmst du deinen Herzschlag jetzt schon wahr, so ein sanftes Pochen in der Brust. Vielleicht ist auch um dich herum noch irgendetwas zu hören, zu sehen innerlich, was du jetzt ein bisschen ausschalten kannst. Wir nennen das beim Yoga den Rückzug der Sinne. Das heißt, du ziehst dich so ein bisschen in dich zurück, im Sinne von, ja, wenn du irgendwas noch hören, riechen kannst oder wahrnehmen kannst um dich herum, blendest du das mal so ein bisschen aus, ohne das zu bewerten, sondern kommst mehr und mehr bei dir an. Gehst vom Außen ins Innere. Also du ziehst dich in dir zurück. Pratyahara ist das im Yoga, der Rückzug der Sinne, dass du wirklich ganz bei dir bist und für diesen Moment mal ganz bei dir ankommst. Spüre mal deinen Herzraum, deinen Herzschlag und vielleicht nimmst du auch deinen Atem wahr. Wenn du hier so einen sanften Herzatmung ja, machst, dass du wirklich in den Herzraum ein- und ausatmest, hast du vielleicht auch so eine leichte Bewegung hier im Brustkorb, im Herzraum. Du atmest ein, der Brustkorb hebt sich, du atmest aus und er sinkt wieder. Jetzt bist du mehr und mehr bei dir angekommen und kannst mal reinspüren und auch vielleicht dein Herz fragen, was brauche ich gerade? Was würde mich heute unterstützen? Und dann kannst du mal abwarten, ob irgendeine Idee, ein Impuls, ein Wort oder ein Satz kommt. Es kann sein, dass du Ruhe und Entspannung gerade brauchst, Gelassenheit. Vielleicht bist du auch sehr müde und brauchst eher Energie, Wachheit, Klarheit, Konzentration. Einfach mal rein spüren, was kommt. Es kann auch Vertrauen sein, Erdung, Stabilität, Liebe. Nimm einfach mal wahr, was als erstes kommt. Vielleicht sind das ein, zwei Wörter oder ein Satz. Und daraus machen wir jetzt dein Kraftmantra im Sinne von ein Satz, ein Wort, das du jetzt in einer Meditation, in einer Mantra-Meditation ein paar Mal hintereinander wiederholst, bei jedem Atemzug. Also du atmest ein, du atmest aus und wenn jetzt dein Satz ist, ich bin ruhig und entspannt, wiederholst du das mit jedem Atemzug. Und so kann dich dieses Mantra heute stärken, von innen heraus stärken. Für deinen Alltag, für alles, was noch kommt, was noch ansteht. Das kann dein Kraftmantra sein für die nächsten Tage oder auch für die nächsten Wochen. Es kann aber auch sein, dass jeden Tag was anderes dran ist oder jeden Monat. Mal brauchst du mehr Entspannung und Ruhe und mal vielleicht Energie oder Erdung und Stabilität, innerer Frieden. Und so kannst du dich immer mal wieder mit deinem Herzen verbinden und reinspüren, was brauche ich heute? Was stärkt mich heute? Wenn du magst, kannst du da ein paar Minuten, auch schon 3 bis 5 Minuten täglich reichen, in so eine Ruhe, in eine Meditation gehen, reinspüren.
Ganz bei dir sein, bei dir ankommen. Und so genau das, was du heute brauchst, mit deinem Kraftmantra auftanken. Und jetzt wiederhole noch ein letztes Mal deinen Satz, dein Wort, dein Mantra, was du dir heute ausgesucht hast. Und dann nimm noch zwei, drei tiefe Atemzüge in deinen Herzraum. Nimm nochmal deinen Herzschlag wahr. Nochmal wahrnehmen, wie schnell oder langsam dein Herz jetzt schlägt. Ob das vielleicht langsamer ist als zu Beginn der Meditation oder noch genauso. Einfach mal spüren, wahrnehmen, was kommt. Und jetzt darfst du langsam wieder zurückkommen mit deiner Aufmerksamkeit ins Hier und ins Jetzt. Zurückkommen und langsam dann die Hände sinken lassen. Vielleicht willst du nochmal deine Schultern lockern, kreisen oder dich mal so ein bisschen regeln, strecken. Und jetzt wieder wach sein, bereit sein für den Alltag und für den restlichen Tag. Namaste, vielen Dank. Yoga steht.